kommen die beiden auch schon. Diesmal zu zweit. Das lassen wir drin. Also, guten Tag. Heute haben wir zwei Gäste. An denen erinnert ihr euch vielleicht noch. Ey, hier ist neu. Hallöchen. Stellen Sie sich mal vor. Ich bin Basti und der andere aus den Garagen-Heinis. Nummer 2, jetzt sind wir endlich zu zweit. Ja. Was heute passieren wird, wissen wir noch nicht. Danke, dass du ihm Hallo sagst. Ach, wir kennen uns das. Ach, ich dachte nach dem zweiten Video, jetzt ist er doch schon bekannt. Den bunter Hund. Den bunter Hund. Also was heute passiert, es wird lustig heute. Was heute passiert, ist jetzt noch nicht klar. Wir haben aber auf jeden Fall wieder unser Profi-Mikro am Werk. Vince sollte uns heute auch in Ruhe lassen. Also mal schauen, was heute so alles passieren wird. Let's go! Okay. Das war ekelhaft. Let's go! So, hier sind wir nun wieder. Nachdem wir beim letzten Mal uns diesen werten Golf da drüben angeschaut haben, kommen wir nun zum nächsten Fahrzeug. Le Opel. Was können Sie zu diesem Fahrzeug sagen? Wie fange ich da am besten an? Ja, geboren ist er am 7. April 2007. Ist dieses Kfz auf die Welt gekommen. Ja. Nach 24.000 Kilometer kam er auch zu mir. Ich bin jetzt bei 76.000. Das ist früh, 24.000. Ja, ich weiß, er stand auch viel rum, hat noch nicht viel erlebt gehabt, beim Rentner gewesen, also hat er nicht viel erlebt, stand mehr in der Garage als andere. Ja, und dann habe ich angefangen, das Blau zu färben lassen zu lassen, weil man kriegt es nicht in Blau, es gibt es nur in Schwarz zu kaufen. Und ich habe es jetzt. Kunststoff, ne? Kunststoffoptik. Ja, genau. Naja, eher dieses Verchromte ist da eigentlich dahinter, aber das sieht scheiße aus. Ja. Ja, was soll ich sagen? Ich liebe dieses kleine Auto. Er ist bequem. Er fährt mich von A nach B. Er hat schon nur ein, zwei Sachen gekriegt. So wie ein Fahrwerk, so ein bisschen tiefer gekommen ist. Er fährt immer noch auf den Originalfelgen drauf. Die aber sehr, sehr gut aussehen, tatsächlich. Ja, aber eine Nummer zu klein. Eine Nummer zu klein. Er wird jetzt nochmal auf 17 Zoll irgendwann gestellt. Also er kann mit 17 Zoll fahren? Er kann mit 17 Zoll fahren, weil die OPCs, also die großen Brüder von ihm, fahren 17 Zoll. Also ist das auch mit der Eintragung gar kein Problem. Ja, perfekt. Und ja, er hat schon seine Kampfspuren, hat er. Da ist gar nichts. Man sieht es in der Tür, man sieht es vorne an der Stoßstange, hinten an der Stoßstange. Seine Kampfspuren hat er. Da wird natürlich auch mal schön ins Detail gegangen, ist klar. Ja. Dann hat er noch einen zarten kleinen Auspuff gekriegt. Den man definitiv hört, wie ich bestätigen kann. Von welchem Hersteller ist dieser Auspuff denn? Er ist auch von der Marke Novus. Ich habe mich da ein bisschen einlesen lassen, weil es gibt ja auch die höheren preisigen Auspuffmarken, so wie Fox und sowas. Aber die hören sich zu blechern an. Und er sollte einen dicken, kleinen, einen dicken Sound kriegen, wo er so ein bisschen nicht blechern klingt, sondern richtig satten Sound hat. Und sobald er auch schön warm ist, kommt da auch richtig gut Sound raus. Und bei kalt? Donnert man die Nachbarn noch? Nein, wenn er kalt ist, ist er doch relativ leise. Das ist auch ganz gut für die Nachbarschaft. Ja. Also, dass wir morgens, wenn ich um 4:30 zur Arbeit fahre. Die Nachbarn bedanken sich. Ja, sie kriegen aber immer mit, wenn ich zur Arbeit fahre. Das ist ein Klassiker. Ja, was soll ich noch über dieses Kfz erzählen? Gibt es irgendwelche Fragen? Super Übergang. Schöne Farbe. Dennoch eventuell auch erwähnenswert, weil das wäre nämlich ein gutes Thema, wenn man sich nämlich den Wechsel von Opel anguckt, aus welchem Konzern er kommt. Weil zu der Zeit ist ja bekannt, war Opel noch von General Motors. Ja. Inzwischen Stellantis, Citroën, Peugeot und so weiter. Aber ganz ehrlich, das ist doch ein echt hübscher Innenraum. Also vergleichsweise für das, was Opel heute macht, muss ich sagen, das war noch ein richtiger Opel-Innenraum. Auch wenn er schon von GM war und einige Sachen wie auch die Drehzahlmesser und so weiter kommen eventuell aus gewissen Chevrolets bekannt. Aber allgemein kann man sich doch nicht beklagen. Bequem auf Langstrecke? Auf Langstrecke sehr bequem. Ich bin in meinem letzten Urlaub 1200 Kilometer mitgefahren
Und der ist solide mit dem kleinen Wagen. Und ich habe keine Rückenschmerzen gehabt, auch jede Schlacht auch mitgenommen. Es war... Bei Tieferlegung. Aber mit dieser Tieferlegung, es war ein Willi-Fahrwerk drin von Jom, wie er es auch mal betiteln möchte. Da wären wir wieder bei Low-Budget-Tuning. Und federt gut noch ein. Er hat seinen Federweg und macht gerne seine Strecke. Und sieht gut aus. Also sieht nicht so aus wie bei mir, wo der Twingo aussieht wie ein Bus. Also muss man schon sagen. Und hinten kann man auch bequem sitzen, auch als Großer. Da ist keine Schleichwerbung. Achso, habe ich vergessen. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Hallo? Sorry, Entschuldigung. Und da du ein bisschen größer bist, kannst du das gerne mal ausprobieren. Ach du meine Güte. Also ich bin ca. 1,85, 1,86. Ich liege in dem Auto und du kannst dich gerne mal reinsetzen. Es ist immer noch bequem für Größere. Das sieht man auch nicht mehr alle Tage heutzutage. Richtig. Vorsicht auf die Finger. Ich muss sagen, das ist ernsthaft machbar. Also ich würde mich nicht beklagen. Kopffreiheit passt. Bein ja okay, wenn man halt, je nachdem wie man halt sitzt. Ja, ich liege ja auch im Auto, ne? Selbst dann passt es noch. Also Gebrauchtwagen-Tipp, Opel Corsa. Ja. D muss das sein. D ist das Vor-Facelift. Es gibt ihn nochmal als Facelift. Der hat dann ein bisschen die Scheinwerfer anders und die Rückleuchtung ein ganz kleines bisschen anders. Achso, das ist aber das Facelift, ne? Nein, das ist Vor-Facelift. Hatte das Vor-Facelift nicht runde Rückleuchten? Nein. Oder sind die nachträglich? Nein. Ich erinnere mich, dass es auch welche gab, die hier rund hatten. Genau, das sind aber die Dreitürer. Das ist auch was ich auch noch gar nicht gewusst habe. Dass da ein Lampenunterschied ist wegen den Dreitürern. Und das Facelift hat zum Beispiel vorne... Ich bin ganz ehrlich, der Fünftürer sieht ein bisschen besser aus. Also ich würde den Dreitürer, der ist zu rund. Und die Facelift, die haben hier unten die Blinker sitzen. Ich habe den hier oben. Und hier unten haben die Facelift, die Blinker sitzen. Die haben nochmal unten so eine Ausbuchtung. Für wie viele deutsche Euronen muss man denn dafür hinlegen? Ich habe das Kfz schon seit 7 Jahren. Und ich habe bezahlt 4,5. 4,5, das ist... Er wird immer noch genau so gehandelt, zwischen 2,5. Dann haben die aber auch schon einiges erlebt in ihrem Leben. Wahrscheinlich auch schon sehr viel runter. Ja, 200.000 und aufwärts. Und ich habe meinen, wie gesagt, ich habe meinen vor 7 Jahren gekauft mit 24.000 Kilometern. Und ja, wie gesagt. Er läuft, er lebt, er fährt. Genau. Das nächste, was er kriegt, ist eine Steuerkette, weil die fängt bei Opel natürlich, wie es Opel der auch... Der hat eine Steuerkette, der hat einen Zahnriemen. So wie es auch bei Opel-Motoren oder General Motors-Motoren auch ganz gerne sind, fangen die irgendwann an zu rasseln. Ja. Und die müssen einfach eingespielt werden. Eingespielt oder ganz neu? Ja, sie müssen dann neu. Sie sitzt so weit runter, sie fängt jetzt langsam an zu schlagen, sie müsste langsam neu gemacht werden. Und das wird jetzt auch die nächste noch passieren. Wie teuer wäre sowas? Die Steuerkette an sich sind wir mit 80 Euro dabei. Das okay. Spezialwerkzeug, was man damit mit beikaufen muss, für die Nockenwellen und für die Kurbelwellen, dass die gerade im OT stehen bleibt, kostet auch nochmal um die 30 Euro. Aber das kann man ja immer wieder benutzen. Das kauft das ja. Werkzeug, wie ein Werkzeug ist normalerweise, das kaufst du einmal und dann hast du es dann den Rest deines Lebens. Ja, perfekt. So. Und es geht auch mit alle 1-2-Maschinen passt dieses Werkzeug, ob das jetzt ein C ist, ein D ist, die Facelift, E ist, scheißegal. Das sind alles die gleichen Motoren. Außer beim F. Ja, das ist ja schon wieder eine ganze Generation weiter. Ja, das ist schon Peugeot. Das hat nichts mehr mit Opel zu tun. Das ist ja auch der Sprung zwischen Corsa A, den ich am liebsten gerne hätte, den Corsa ATR. Das ist der mit der Kofferraumklappe hinten dran. Ja. Das ist so, den hätte ich gerne nochmal irgendwann, was so als Spielzeug. Aber... irgendwann kommt Zeit, kommt Rad, kommt Geld dazu und dann habe ich so ein Ding. Ich glaube aber, was jetzt bestimmt noch einen interessieren würde, wäre mal ein Soundcheck. Wir haben jetzt gerade schon über den Auspuff geredet, aber wie hört der sich denn an? Dann schmeiße ich doch mal ganz kurz den Hobel an. Hier haben wir schon noch. Bassig, tief, geil. Genau, das klingt nicht wie ein 1-2er. Das ist das, was ich gemeint habe, ist so, man muss sich da echt einlesen.
was man, welchen Ton man haben will. Es gibt, wie gesagt, die großen Auspuffhersteller, die immer so blechern, so wie bei BMW, diese E46, ja. Und hast du nicht gesehen, die so komisch am Schreien sind. Das finde ich nicht so schön. Ich möchte ihn lieber bassig haben. Ja. Klingt auch nicht wie ein 1-2er. Also das macht so einen Unterschied, das kann das komplette Klangbild verändern. Ja, es ist ja auch kein Original 1-2er mehr. Es war die 1-2er Maschine, aber die Durstklappe vom 1-4er. Deswegen tippe ich mal ganz schwer, dass er. Der 1-2er hat 59 kW, 80 PS. Und ich tippe mal, dass er ein bisschen mehr hat, so um die 100 PS hat, weil er kommt richtig gut aus dem Quark. Und so seine Durstklappe. Ja. Weil er ein bisschen mehr Luft kriegt und hast du nicht gesehen, das Steuergerät hat das auch wunderbar angenommen, hat das die Luft-Benzin-Gemisch also gut eingefettet. Das heißt, ich schaffe so auch meine 200 auf der Bahn. Er braucht ein bisschen Anlauf, aber er schafft seine 200 auf der Bahn. Dann komme ich gerade eben so in den roten Bereich. Ich glaube, es schneit gerade. Das Gefühl habe ich gerade auch irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, ob man mal sehen kann. Das ist für eine kleine 1-2er Maschine. Ja. Ich habe mich schon ein gruseliges Gefühl mit 175, aber 60 PS ist halt immer ein Unterschied. Aber und? Ich habe ein bisschen Verzierung. Aber ganz ehrlich, ich habe meine 200 schon mit den Dingen auf der Bahn gefahren. Scheiße, mein Dach ist offen. Ja, ich habe dir gesagt, du hast nachher ein weißes Auto von innen. Ich meinte das ernst. Profis! Weiß, was gemeint war. Profis. Ich sage ja, es schneit gerade hier so. Okay, dann würde ich sagen, eine ganz kurze Unterbrechung. Bis gleich. Hier sind Action. Wir nun wieder. Action! Jetzt geht's um das nächste, was wir beim Golf auch schon hatten. Was ist denn mit Musik? Ja, Musik muss sein. Ich brauche Musik am besten laut und viel und ganz laut. Und am besten, ja. So laut es geht. So laut es geht, immer wieder gerne. Was steckt denn unter der magischen Klappe? Wir könnten mal, komm mal rum, dann kann ich mal einfach mal. Marschieren Sie mal hier hin. Kann ich einfach mal die Klappe aufmachen? Viel Kofferraum bleibt nicht mehr. Nein, viel Kofferraum bleibt nicht mehr, weil brauche ich auch nicht. Was haben wir denn hier? Wir haben hier eine dicke Basskiste, was du auch sagen musste. Genau, und genau, halt den Puschel schön hier rein. So. Für meine Verhältnisse ist es optimal. Ich liebe laute Musik. Vibriert auch der Kofferraum? Sagen wir mal so, ich brauche 2 Liter und mein Innenspiegel guckt nach unten. Das sagt schon alles. Das sagt schon alles. Das sollte so sein. Dann habe ich meine kleine Zierde auf der Hutablage. Definitiv funktional natürlich. Weil ich finde, wir sind ja in allem in einem Alter. Da sollte man es haben. Die gehegelte Toilettenpapierrolle ist vorbei. Da muss man mal was Moderneres hin. Also kam meine Nosstasche hin. Und ganz ehrlich, ich wurde noch nie deswegen angehalten von der Polizei. Ich glaube auch nicht, dass die, dass die Polizei denkt, das wäre schon ziemlich lustig. Wenn die Polizei mich anhält, mache ich einfach so und zeige da auf die Ecke. Ja, das sieht man, ist gar kein Anschluss. Dass es wirklich totgelegt ist und dann nur wirklich Zierde ist. Aber es erfüllt den Effekt. Es erfüllt den Effekt, genau. Wie sieht es denn drin aus, mit was für einem Radio ist dies denn verbunden? Das ist ein... Ja, ich würde mal sagen, ein Fitch-Radio gewesen. Wir waren als Garagenheimis unterwegs in einem hohen Kaufhaus für Automobilteile. Okay. Das mit den drei Buchstaben. Ach so, ja. Genau, das. Keine Werbung. Keine Werbung. Das mit den drei Buchstaben und. Achu. Ah, genau das. Ja. Was? Und es stand für 50 Euro in der Auslage. Und da hat unser lieber Chris, der gerade die Kamera hält. Hi. Warst du echter Profi. Gesagt, für 40 nehmen wir es mit. Der Typ von dem großen Autohersteller, Dingsbums da, ne? Die drei Buchstaben, ne? Gesundheit. Hat dann ganz kurz verwirrt geguckt und gesagt, alles klar, könnt ihr mitnehmen für 40. Ja, Deal. Und seitdem hat der Christian, der liebe Christian, der die Kamera gerade hält. Den Leuten wird's schlecht, pass auf. Mir das liebevoll in Kleinstarbeit eingebaut und verbaut. Und ich glaube, das sollte nochmal ein separates Video werden. Ja, definitiv, finde ich auch.
Auf jeden Fall, man sieht, gutes Auto. Gutes Auto. Also, kommen wir zum nächsten Thema. Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf den Motor des Opel Corsa Ds. Mit 1,2 Liter, 59 kW und 80 PS. Ich reiße einfach mal diese wunderschöne Haube. Öffnen Sie die Majestät. Die Haube reiße ich doch mal auf. Dann machen wir einen Sack. In der Mitte haben wir mal gucken, ob ich es finde. Ja, guck mal. Ich bin fummel, inkompetent. Fummel ein bisschen. Ich bin nicht gut im Fummeln. Sorry. Wo ist der? Ja. Hattest du damals nie Pringles? Albtraum. Man sieht, Tuning muss auch da sein, weil jedes Mal diese kleine süße Motorstange hier benutzen, ist eine Nummer für sich. Das kriegen wir nicht mehr raus. Das Spannendste, was ich sofort gesehen habe. Komm mal ran. Bevor man überhaupt dieses Opel-Logo sieht, sieht man das ja. GM. Es lächelt einen riesig groß an. Was und mein, was noch auffällt, der Motor sitzt sehr, sehr tief. Ja. Hast du vollkommen recht. Und weißt du, was da richtig gut noch reinpasst? Der vom Opel Mariva A. Dieses Zäpfchen, dieses hässliche, der ja. OPC-Motor passt da wunderbar rein, 1:1. Das ist ein geniales Auto. Viele wissen auch nicht, dass es das gibt, aber es gab vom Mariva ein OPC. Genau, mit Hammer. 124 PS und der Motor passt da rein. Das ist so auch irgendwann die Überlegung, den da reinfallen zu lassen. Weil es gibt den Opel Corsa D als Fünftürer, nicht als OPC. Nee, nur als Dreitürer. Der hat dann dieses dreieckige Auspuff vor, glaube ich. Ja. Genau, das ist, gibt's nur den. Und ich hätte gerne einen Fünftürer als OPC. Mal den Wolf im Schafspelz. Auf der Autobahn denken sich alle, auch geh mal da weg von der linken Spur. Richtig. Scheiß Raucher. Alles gut. Man hört im Video nur so klick. Okay, komm mal zurück. Was hast du gesehen, alter Mann? Godzilla, Godzilla. Ist hier etwas Öl übergelaufen? Ja. Bist du voll weit weg? Ja. Zeig mal das Aggregat. So, wie gesagt, das ist der Motor 1,2 Liter, 59 kW. Das ist die Drosselklappe vom großen Bruder, von dem 1,4 Liter. Passt auch 1:1 drauf. Ist doppelt so groß wie meine Drosselklappe. Die Originale ist ungefähr in dem Kreis, ne, wenn die Drosselklappe ist. Und der ist so. So, es kommt ein bisschen mehr Luft, was Benzingemisch mehr rein in den Motor. War sehr leicht, die dran zu bauen? Ja. Also passt ja einfach, ist ja quasi wie so ein Baukastensystem. Das also ist Opel, dafür ist Opel ja bekannt, dieses Baukastensystem. Und du musst nur wissen, welcher Motor was zusammenpasst. Du musst nur wissen, Lego. Ein bisschen anspruchsvoller. Ein kleines bisschen. Lego. Ein bisschen anspruchsvoller. Ja, und je nachdem. Wie gesagt, hier kommt dieses Kabel auch für die Links, für die Anlage. Das geht bei mir dahin, durch die Spritzwand. Zum Thema Anlagen werden wir auch nochmal kommen, separat. Da geht's rein und geht dann einmal quer durchs Auto. Bestimmt auch nicht leicht zu verlegen. Nein, aber das war nicht Anlagen so, kommen noch. Das war nicht so ganz so witzig, aber machbar. Ich finde das geil, wenn die Leute hier langfahren und dann. Ja, auch der Kommentar bleibt im Video. Natürlich, ja, aber das ist Tatsache. Das ist der Facelift. Zum Beispiel, der gerade hier lang fährt. Ah ja, doch, dann weiß ich welche. Genau. Okay. Das ist mein kleiner Corsa. Perfekt.